Sanse, Ja. du hast ja jetzt einen ersten Block hinter dir. Wie fühlst du dich? Jo. Ganz Jo. viele neue Sachen, Eindrücke. Ich bin ein bisschen geschlaucht. Aber es ist übelst spannend, um jetzt erstmal zu sehen, was alles möglich ist, was man für Möglichkeiten hat. Mir ist jetzt klar geworden, dass ich viele Sachen verbessern kann. Das heißt, mein Sprachschatz. Weil wenn man im Fion drin ist, fallen eben manche Sachen ein, aber man kann es halt nicht so beschreiben, weil einfach Wörter fehlen oder Adjektive fehlen oder wie auch immer. Und ich habe vorher immer gedacht, das ist so ähnlich wie Hypnose, dass man nicht mehr ansprechbar ist oder so, aber dem ist gar nicht so, man kann auch jederzeit wieder raus und jeden Fall nächsten Block machen. Weil ich neugierig bin, was jetzt noch kommt, und es wird immer spannender. Und die Ergebnisse, also das ist ja unglaublich, also dass man das alles kann. Ja. Hat das dein Weltbild verändert? Ja, total. Was willst du damit machen? Das erste ist meine Intuition trainieren, dass ich mir immer mehr getraue, wirklich meiner Intuition zu folgen und das nicht immer in der zweiten Sekunde schon wieder umändere oder wegschiebe. Dann interessieren mich aus persönlichen Gründen Krankheiten, wo ich sage, da kann man ja bis in die Zellebene reinführen und da auch mal nachschauen. Also das ist so privates Hobby, sage ich mal, oder Interesse. Und ansonsten einfach meinen Horizont zu erweitern und was gegen Demenz oder Alzheimer zu tun, weil ja neue Gehirnstrukturen aufgebaut werden. Und ja, das ist alles ganz spannend. Danke dir. Bitte.